Ja, guten Abend allerseits von Interessierten von meiner Arbeit aus der ganzen Welt, hoffe ich natürlich. Ihr sitzt jetzt sicher gespannt hinter eurem Smartphone oder hinter eurem PC und möchtet was ganz Interessantes aus meinem Praxisalltag hören. Ja, und ich denke, heute habe ich euch ein ganz spannendes Erlebnis, eine spannende Geschichte in Kurzform von einem Klienten, der einen schweren Motorradunfall hatte, sehr übel zugerichtete Beine, Becken und der ganze Körper und Unterleib und so war wirklich sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und die Ärzte haben aber da sehr gute Arbeit geleistet und haben ihn eigentlich da recht gut wieder zusammengeflickt. Und er kann heute wieder gehen, obwohl er noch mit Stöcken unterwegs ist. Und er hofft sich natürlich, dass seine Regeneration von seinem Körper ein bisschen schneller von sich geht durch meine Hilfe. Und vor allem, er steht völlig an, warum, dass es eben auch nicht vorwärts geht oder besser geht. Und da ist natürlich ganz klar, dass halt verschiedene Geschichten, verschiedene Ursachen da dahinter stecken und dass mit meiner Arbeit dementsprechend halt einfach auch aufgelöst werden kann. Also es muss nicht nur immer eine schwere Krankheit sein. Es ist auch sehr oft, dass die Leute halt einfach körperliche Beschwerden haben, am ganzen körperlichen Mechanismus, Knochen, Sehnen, Muskeln oder was auch immer, oder eben an der ganzen Wirbelsäule, was alles irgendwo zusammenhängt. Gut, ich habe dann angefangen, wenn ich ja arbeite, nehme ich diese Person wahr über meinen Körper. Also dieser Körper wird in mich hineingespiegelt. Ich nehme die Gefühle, die Emotionen, die Schmerzen und diesen Körper übernehme ich auf mich. Also ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass ich jetzt da mich krümmen würde vor Schmerzen, sondern ich nehme die wie so symptommäßig an, aber ich weiß genau, wo im Körper es schmerzt und wo es drückt und klemmt und wo die Blockaden sind. Und wenn ich dann auf dem Körper mit den Händen an solche Blockaden hineingehe, weil es dort weniger schwingt als an einem anderen Ort oder was auch immer, und das abtaste, dann kommen die entsprechenden Bilder und Ursachen, warum das so ist, warum das es klemmt, welche Geschichte und welche Ursache das dahinter ist. Das ist eigentlich ein sehr, sehr komplexer Vorgang und das würde auch den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt das da in diesem Video bis ins letzte Detail erklären würde, weil es ist auch eine intime Sache von dieser Person. Darum muss ich natürlich meine Klienten auch schützen und kann nicht immer alles erzählen, sondern vielleicht das Vorgehen erzählen, so wie ich jetzt es in diesem Fall da mache. Also, wo ich dann das Ganze mal abgetastet habe und geordnet habe, habe ich gesagt, so liebe Kumpels, was machen wir jetzt da? Und dann ist ganz klar sofort das Kommando gekommen, geh hinein in die Zeit von dieser Person, als sie 20 Jahre alt war. Wenn Sie das sagen, dann macht es schwupp und das ist ein Sekundenbruchteil und ich bin bereit, in dieser Zeit von diesem 20-jährigen Person, also 15 bis 20 Jahre zurückversetzt. Ich habe dann diesen Körper vor mir gesehen, diesen 20-jährigen Körper und habe diesen Körper im Prinzip gescannt. Ich habe das Gerüst gescannt. Ich habe die Muskulatur, die Sehnen und alles gescannt und habe das mitgenommen in meine Gedanken und bin dann wieder zurück in die jetzige Zeit gekommen.
in den Ist-Zustand, in den Ist-Zeit und habe das wie so ein Film über diesen Körper gelegt. Du musst dir vorstellen, das ist ein Körper und du legst wie so eine Klarsichtfolie auf diesen Körper, wo die verschiedenen Knochen und Muskeln und Sehnen und alles darauf abgebildet sind, wie so eigentlich ein fast durchsichtiges Röntgenbild und du legst das auf diesen Körper. Dann habe ich diese Bilder, diese Ist-Zustand-Bilder und diese 20-jährigen Bilder miteinander verbunden. Ich habe das in Gedanken gemacht und gesagt, so, mit Licht und Liebe geht jetzt von diesem oben Bild, dem 20-jährigen Bild, fließt alles in den Körper hinein von dieser 35, 40-jährigen Person. Das ist ja das Gleiche, es ist der gleiche Körper, es ist die gleiche Seele, es ist der gleiche Mensch. Und dass dieser Körper wieder weiß, sich wie zurückerinnern kann, wie er einmal war oder sein darf oder sein sollte. Dieses Bild mit den ganzen Gedanken und Gefühlen dazu, was ich da mitbekommen habe, kombiniert mit den Gefühlen und mit den Gedanken von der jetzigen Zeit und das einfach miteinander verbunden. Das ist, du musst dir vorstellen, das ist wie mit einem Smartphone, wenn du ein Backup gemacht hast und du machst eine Softwareerneuerung, ein Update und das geht etwas schief, da kannst du das alte Backup wieder hervornehmen und kannst es wieder einspielen. Und genauso habe ich eigentlich mit diesem Menschen, mit diesem Körper gemacht und habe das alte Backup, das, die alten Bilder von dieser Person, wo sie noch gesund und völlig normal waren, miteinander verbunden und in diesen Körper, in diese Zeit hinein eingefügt. Ja, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen mysteriös, es tönt vielleicht ein bisschen verrückt. Viele denken vielleicht, ja, lebt er in einer Fantasiewelt oder was auch immer. Nein, es ist nicht eine Fantasiewelt, sondern es ist diese Welt, wo ich hier da drin in meiner Praxis mit meinen Fähigkeiten, mit meinen geschenkten Gaben, über Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit oder was auch immer. Es sind ganz viele, es braucht gar nicht mehr Namen für alles, miteinander verbunden werden und in einer relativ kurzen Zeit von 15 Minuten das Ganze so, ich sage jetzt mal, repariert wird und so wieder lebensfähig und so gemacht werden kann, dass diese Person, so Gott will, schnellstmöglich wieder gesund werden kann und ohne Krücken durch diese Welt schreiten kann. Ja, ihr denkt, der erzählt was, okay, ihr dürft das auch so stehen lassen. Ich sage euch nur, es ist eine spannende Welt, ist eine interessante Welt und es muss nicht nur einfach immer das Schlimmste und Böseste sein, zum Beispiel eine Krebskrankheit oder was auch immer. Es kann auch mal sich um die Knochen, die Geschichte von Knochen, von Sehnen, vom Körper sein und nicht nur einfach immer die tragischen Sachen kurz vor dem Tod oder vor dem Todesurteil. Nein, auch diese Geschichten sind spannend und auch das ist ein Teil meiner Arbeit. Also, ihr sagt jetzt sicher, aber in dieser Zeit, wo er da gearbeitet hat, der hat ja gar nicht all die Bilder bekommen. Das geht ja gar nicht. Doch, liebe Leute, es geht. Wenn ich mit jemandem arbeite, bin ich in einem zeitlosen Raum und ich weiß nicht, was Zeit ist. Es geschieht alles und es geschieht alles eigentlich miteinander. Und
ohne dass ich irgendwie irgendwo eine Angabe habe, das ist jetzt das ist das oder das, sondern es geschieht einfach und überdimensional, über dem Ganzen schlussendlich sind dann mehr weitere Informationen dahinter, die dann die Ursachen, warum das überhaupt so ist, warum das so war und, oder Vorfahrengeschichten, teilweise zurück bis 6, 7 Generationen zurück, wo ich dann Bilder oder Situationen bekomme, wenn es sein muss und wenn es aufgelöst werden muss in dieser Generation vorher, um dieser Person, die da liegt, zu helfen. Also, das war mal eine andere Geschichte. Und wenn ihr euch interessiert, wie so meine Arbeit läuft, was ich mache, und dann dürft ihr doch einfach mal ein Buch lesen von mir, wie zum Beispiel das Buch 7 Tage im Hippiebus. Nicht der Hippiebus ist krank, okay, der war auch schon krank, musste auch schon viele Sachen über sich ergehen lassen. Da ist es ein bisschen einfacher, man kann ein neues Blechteil ersetzen, wenn es verrostet ist, oder eine neue Motorrad einbauen. Beim Menschen ist es ein bisschen komplizierter. Und ich habe das in 7 Tage geschrieben, und Geschichten und Erfahrungen über meine Arbeit und auch Erfahrungsberichte von Klienten, Fragen von meinen Klienten, die ich beantwortet habe. Und 7 Tage im Hippiebus, ein sehr spannendes Buch, Werkstatthandbuch der Wirbelsäulenseele. Und schön, wenn ihr euch das einmal zu Gemüte führt. Lest oder nicht vergessen, mit jedem Buch ist ein kostenloser Download dabei, dass ihr das Hörbuch auch hinunterladen könnt. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und jetzt mache auch ich Feierabend und freue mich auf ein feines Nachtessen. Also, in dem Sinne, viel Spaß beim Lesen oder bei meinem nächsten Video. Tschüss!